Wenn ich virtuell Arbeit leiste, mit einer Kraft in virtueller Wegrichtung, dann wird sich diese virtuelle Wegrichtung nicht in Abhängigkeit von der Zeit bewerten lassen. Also die Zeit spielt in dem Moment keine Rolle. Ich schaue aufs Blatt, da ist irgendein Objekt angegeben, ein Teilchensystem meinetwegen, und ich verrücke dieses Teilchen entlang meiner Y-Achse meinetwegen, und dann ist diese virtuelle Zeit gleich Null vielleicht so zu interpretieren, oder hilft bei der Interpretation, wenn man sich vorstellt, naja, ich bekomme jetzt im selben Moment einen Gedankenblitz, der mich veranlasst, hier dieses Teilchen oder dieses Teilchensystem gedanklich hier nach oben zu verschieben. Aber diese Verschiebung, wie bereits in den externen Videos erwähnt, muss mit den Zwangsbedingungen kompatibel sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ist klar, wenn ich dann das Alembert'sche Prinzip zum Schluss ausfüllen möchte, dass ich alle drei Parameter, also meine Kraft, die mit K symbolisiert ist, also I, der Index noch versehen, dass ich diese Kräfte oder die Kraft, je nachdem wie viele Teilchen ich betrachte, ich generalisiert darstellen muss. Genau dasselbe gilt für meine virtuelle Verrückung. Ich muss praktisch die virtuelle generalisierte Verrückung darstellen. Und das gleiche gilt natürlich dann für den letzten relevanten Parameter in diesem Gesetz, die zeitliche Änderung des Impulses. Der wird der schwerste sein von allen. Der leichteste ist der hier, diese virtuelle Verrückung. Wenn ich einen Vektor betrachte, einen Vektor, der von der Zeit abhängt, den leite ich nach der Zeit ab, dann heißt es doch, ich muss alle seine Komponenten, alle seine generalisierten Komponenten, also wir nehmen an, dieser Ortsvektor ist in generalisierter Weise, seine Komponenten sind bereits generalisiert worden, dargestellt, dann heißt es, wenn ich den ableite, also das Pünktchen drüber, dass ich diese ganzen Komponenten ableiten muss, beginnend von 1 bis n, unbekannte Anzahl, 1 bis s, Entschuldigung, dieses S bezieht sich auf die Freiheitsgrade und ist direkt mit der Anzahl der Komponenten meines Ortsvektors verknüpft. Also ich habe dann abzuleiten diesen Vektor nach meinen generalisierten Komponenten und dann nochmal nachdifferenzieren. Also QJ nachdifferenziert plus, wenn der noch von der Zeit separat abhängt, dann muss ich den noch extern nach der Zeit ableiten. Gut, jetzt ist es aber so, dass ja diese Beziehung hier gilt. Ne? Also die Zeit spielt bei meiner virtuellen Verrückung keine Rolle. Deswegen können wir diese Terme sozusagen, die ja praktisch sich auf eine Zeit beziehen, ausdrücken über meine virtuellen Verrückungen. Ich verrücke virtuell in meinen alten Koordinaten und verrücke hier virtuell in meinen generalisierten Koordinaten. Der da hinten spielt keine Rolle, der beinhaltet auch die Zeit, und für meine Verrückung virtuell gilt die Zeit, der momentane Gedankenblitz ist von der Zeit unabhängig. Ne? Gut, somit haben wir den Zusammenhang, hier fehlt noch der Index, meine virtuelle Verrückung meines Ortsvektors in generalisierter Darstellung. Ne? Gut, dann beende ich dieses Video.